Hey Paul, das ist ja eine Überraschung. Lang nichts von dir gehört. Hey Hannes, was studierst du nochmal? Ich studiere Psychologie an der Justus-Liebig-Universität in Gießen und du wirst es kaum glauben, aber ich bin schon bald fertig und gebe meine Masterthesis ab. Ja cool, wusste ich's doch. Um was geht's denn nochmal? In der Psychologie lernen wir, warum sich die Menschen so verhalten, wie sie es tun und welche biologischen, sozialen und gesellschaftlichen Grundlagen das alles hat. Hast du dich zum Beispiel mal gefragt, warum wir die Welt so wahrnehmen, wie wir sie wahrnehmen? Oder woher wissen wir, wie man einen Gegenstand greift, ohne dass er uns aus den Händen fällt? Wie bewegen sich unsere Augen, wenn wir etwas lesen? Frequenzen oder Wellen des sichtbaren Lichts werden allein durch unsere Wahrnehmung zu Musik oder Bildern. Und wir lernen, wie das alles funktioniert. Ja, das Psychologiestudium in Gießen ist eine tolle Mischung aus spannenden Fragestellungen und naturwissenschaftlichen Methoden. Das klingt ja richtig gut. Und wie untersucht ihr das? Das ist total vielseitig. Mal bin ich im Labor und messe Hormone oder genetische Marker. Oder wir untersuchen die Aktivität unseres Gehirns. Oder es gibt eine Befragung zu Stress oder zum Beispiel Eignungstests. Okay, cool. Und wen untersucht ihr so? Na, das ist ganz unterschiedlich. Wir schauen auch bei Kleinkindern und sogar bei Säuglingen nach. Wie man das untersucht, Daten erhebt und auswertet, das lernst du hier. Okay, und habt ihr auch richtige Patienten? Klar, wir haben hier ja auch eine große psychotherapeutische Ambulanz in der Psychologie. Dort werden zum Beispiel Patienten mit Depressionen oder Angststörungen behandelt. Und natürlich auch Kinder, die Probleme haben, wie zum Beispiel chronische Schmerzen oder die besonders aggressiv sind. Richtig cool ist auch der funktionelle Magnetresonanztomograph. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Klar, MRT. Hiermit kann man Bilder vom arbeitenden Gehirn machen, in Realtime. Was passiert zum Beispiel im Gehirn, wenn man Angst empfindet oder bestimmte Handlungen durchführt? Was verändert sich im Gehirn durch Psychotherapie? Oh, okay, das klingt richtig cool. Und was machst du dann nach dem Studium? Boah, wo fange ich da an? Also als Psychologe kannst du natürlich im Bereich der klinischen Psychologie viel machen. Zum Beispiel als Psychotherapeut arbeiten. Oder auch als Schulpsychologe. Das Studium in Gießen qualifiziert dich natürlich auch, in der Wissenschaft zu arbeiten oder in der Arbeits- und Organisationspsychologie. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Was muss man wissen, wenn man einen Bewerber einstellen will? Wie funktioniert ein Assessment Center? Und wie erstellt man ein Gutachten? Oh wow, und wie lernt ihr das alles? Das ist eine gute Frage. Wir haben viele Lehrformate, Vorlesungen, aber auch Seminare, Praktika und Übungen. Man kann sich im Studium auch eigene Schwerpunkte setzen und spezifische Fähigkeiten erwerben, zum Beispiel das Lernen mit Medien. Das Studium ist echt vielseitig und macht total viel Spaß. Ob es nun Referatsgruppen sind, Diskussionen oder auch ein lockerer Austausch über den Lernstoff, gemeinsame Datenerhebungen, Ergebnisdiskussionen oder die Abschlussarbeit, was auch immer. Ja, und jetzt bist du schon bald fertig. Ja, leider, muss ich wohl sagen. Rückblickend hatte ich bisher eine super Zeit. Es macht einfach riesen Spaß, hier zu studieren. Es ist auch nicht nur das Studium an sich. Es ist die komplette Uni und das Umfeld. Ich denke, ich habe mich für das richtige Studium am richtigen Ort entschieden. Ja, super. Es klingt richtig gut. Ich glaube, das könnte ich mir vorstellen. Ja, cool. Dann sollten wir uns unbedingt mal wieder treffen. Ich kann dir noch viel mehr erzählen.